Herbst 1978. Das Kühl- und Transportschiff ROS 321 Lichtenhagen ist zum Auslaufen aus dem Fischereihafen Rostock-Marienehe bereit. Circa 80 Besatzungsmitglieder gehen nach ihrer Freizeit wieder an Bord, um für 3 Monate im Einsatz zu sein. Der Reiseauftrag sieht die Versorgung der im Südatlantik arbeitenden Fangflotte und die Übernahme der gefrosteten Waren sowie Fischmehl vor. Unterwegs werden wir vor der westafrikanischen Küste einzelne Fang- und Verarbeitungsschiffe treffen und Proviant und Ausrüstung übergeben. Ich selbst bin zusammen mit einer stomatologischen Schwester als Schiffszahnarzt mit der entsprechenden Ausrüstung an Bord. Mein Reiseauftrag sieht die zahnmedizinische Betreuung der Seeleute auf der Lichtenhagen und insbesondere der Besatzung der im Einsatz befindlichen Fangflotte vor. Mit mir ist außerdem ein Schiffsarzt im Einsatz, welcher auf Schiffen mit mehr als 50 Mann Besatzung Pflicht ist. Die Ost- und Nordsee zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Vor der nordwestafrikanischen Küste gehen wir längsseits an ein Fang- und Verarbeitungsschiff, welches mit bestellten Ausrüstungsgegenständen versorgt wird. Mit unserem bordeigenen Ladegeschirr ist das alles kein Problem und für solche Einsätze ist das Schiff konzipiert. Einige Tage später begegnen wir dem Forschungsschiff Ernst Haeckel und auch hier findet ein kleiner Warenverkehr statt. Besonders wichtig ist die Postübergabe, denn die Haeckel ist auf Heimatkurs. Für die Hochseefischerei ist Landgang selten. Umso mehr freuen wir uns, in Las Palmas Kartonnage für die Flotte zu laden, welche dann im Verlauf an die Fang- und Verarbeiter verteilt werden wird. Natürlich wird die Gelegenheit genutzt, frisches Obst und Gemüse einzukaufen, denn die Reise wird noch lange dauern. Mit dem Rettungsboot geht es dann im feinen Zwirn zum Landgang. Der Kapitän und Politoffizier haben es genehmigt und ein paar Devisen gibt es auch. Für mich und alle anderen ist so ein Landgang natürlich etwas Besonderes und wir fühlen uns für einen Moment als Urlauber. Unser Funker Werner kann am besten Englisch und hilft beim Handeln. Die Freizeitgestaltung an Bord ist recht abwechslungsreich. Der Volleyball hängt an einem Netz und ist gesichert. Beim Sportfest kann jeder zeigen, was er so drauf hat. Natürlich gibt es auch eine zünftige Äquatortaufe. Kapitän Peter Burmeister begrüßt höchstpersönlich Neptun und sein Gefolge. Die
Taufzeremonie ist hart, aber herzlich. Das kann doch ein Seemann nicht erschüttern. Man kann nur staunen, was aus dem Lumpenlager alles so an Kostümmaterial gefunden wurde. Jeder bekommt seinen Taufnamen und eine richtige, von Neptun unterschriebene Urkunde. Verletzte oder Geschädigte gab es nicht. Essen und Trinken hält nicht nur Leib und Seele zusammen, sondern ist ein Wort ein ganz wichtiger Stimmungsmacher. Trotz DDR-Mangelwirtschaft, eines muss man im Nachhinein sagen: Die Verpflegung auf den Schiffen war immer sehr gut. Ob nun Chefkoch Erwin oder die vielen anderen, sie alle verstanden ihr Handwerk. Zu besonderen Anlässen wurde beim Bordfest natürlich besonders aufgetafelt. Besser konnte es an Land auch nicht sein. Wir liegen vor Luanda, der Hauptstadt der Republik Angola. In den 70er Jahren waren die DDR und Angola sehr freundschaftlich verbunden. Viele Menschen aus Angola arbeiteten bei uns und wurden ausgebildet. Waisenkinder, deren Eltern während der Kämpfe um die Unabhängigkeit gefallen waren, wurden in der DDR aufgenommen und betreut. Die Lichtenhagen wickelt im Hafen von Luanda ihre Aufgaben ab. Die Jungs auf den Booten bitten um Zigaretten und kennen sogar die Sorten. Sempere, sempere, Kabinett, rufen sie. Der Kapitän nutzt die Zeit und ordnet ein Rettungsbootsmanöver an. Training ist jederzeit wichtig. Wir dampfen weiter Richtung Süden und quer ab an der Insel Tristan da Cunha vorbei. Dort leben ein paar hundert Briten mitten im Ozean. Die Funkstation fragt uns, ob wir nicht ein paar Tage da bleiben wollen. Vielleicht braucht die Insel Nachwuchs. Schwester Magitta ruft aus dem Hospital an und bittet mich zur Behandlung eines Patienten. Während der Reise habe ich alle Besatzungsmitglieder untersucht und notwendige Behandlungen durchgeführt. Am Fangplatz erwarten uns dann ca. 500 bis 600 Seeleute der Fang- und Verarbeitungsschiffe, die wir zahnmedizinisch versorgen werden, indem wir während der Übergabe untersuchen und behandeln oder mit der transportablen Ausrüstung für einige Tage auf die einzelnen Schiffe gehen. So ersparen wir vielen Seeleuten lange Wartezeiten während des Heimaturlaubes an Land. Wir sind im Südatlantik in Richtung antarktische Halbinsel. Und da sind sie auch schon, die ersten noch kleinen Eisfelder, gewissermaßen die Vorboten. Auf der Brücke herrscht gespannte Aufmerksamkeit. Das Radar darf jetzt auf keinen Fall ausfallen.
Das ist nicht etwa die Küstenlinie, das ist ein riesiges Eisfeld von mehreren zig Kilometern Länge. Die See wird rauer und typisch für diese Breiten kann das Wetter ganz schnell umschlagen. Und da ist sie, die felsige und unwirtliche Küste der antarktischen Halbinsel. Nach beinahe 28 Tagen haben wir das Fanggebiet erreicht und werden die ersten Schiffe der Fangflotte treffen. Vorher genießen wir noch den Anblick der unberührten antarktischen Natur. Wir treffen die Junge Garde, ein Transport- und Verarbeitungsschiff, welches von den Zubringertraulern den gefangenen Fisch zur Verarbeitung erhält. 180 Mann Besatzung arbeiten rund um die Uhr auf diesem Fabrikschiff. Ein Übergabestert eines Z-Trawlers wird über die Slipanlage an Bord geholt. Unter Deck wird er dann nach kurzer Zwischenlagerung sofort verarbeitet. Ich kann mich nicht mehr an alle Fischarten, die dort gefangen worden sind, erinnern. Der Eisfisch war jedenfalls eine besondere Delikatesse. So eine Riesenkrabbe ist natürlich ein interessanter Beifang, der heute noch bei mir präpariert an der Wand hängt. Wir liegen im Päckchen mit einem polnischen Kühl- und Transportschiff und übergeben Trinkwasser, welches an Bord der Lichtenhagen in guter Qualität produziert wird. Der antarktische Sommer zeigt sich an manchen Tagen von der besten Seite. Ein Fang- und Verarbeitungsschiff erhält von uns bestelltes und benötigtes Ersatzteil und wir nehmen für die Heimreise Post mit. Die Lichtenhagen nimmt Kurs in Richtung Norden mit dem Ziel namibische Küste. Dort werden wir von verschiedenen Verarbeitern, welche dort im Einsatz sind, Fisch übernehmen. Gleichzeitig übergeben wir an westliche Schiffe im Rahmen von Exportgeschäften mit der Firma Joint Trawlers Fisch und Fischmehl zur Beschaffung der notwendigen Devisen für die DDR.
zum Beispiel ein holländischer Kühlfrachter längsseits und erhält Frostware und Fischmehl. Der Anker wird ein letztes Mal gelichtet. Wir gehen auf Heimatkurs. Alle Aufgaben sind erfüllt, Kapitän und Besatzung sind zufrieden und freuen sich auf die Heimat. Diese Dampfzeiten werden natürlich immer genutzt, um etwas Farbe aufs Schiff zu bringen. Auch sonst soll alles gut aussehen, wenn wir in Rostock einlaufen. Wir kommen noch einmal in heiße Zonen und viele ruhen sich aus. Beim Haiangeln haben die Matrosen Glück. Einer hat angebissen und wird an Deck geholt. Es ist ein weibliches Tier mit kleinen Jungen im Bauch. Eines präpariere ich für meine Sammlung. Die ersten Bohrinseln in der Nordsee kündigen an, dass wir in wenigen Tagen in Rostock sein werden. Alles nochmal klar Schiff und dann taucht das Neptun-Hotel auf. Die Mole, der Leuchtturm. Nach 3 Monaten wieder in Rostock. In der Heimat.